EM-Rente ohne Komplikation verlängert. Danke, Deutsche Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben am 14. April 2020 einen Auftrag bekommen für eine Mandantin, eine befristete Erwerbsminderungsrente, einen Antrag zu stellen für die Weitergewährung dieser Rente. Und zwar läuft die befristete EM-Rente bis zum 1.7.2020. Unsere Mandantin hat diese Rente in einem sozialgerichtlichen Verfahren erstritten. Und zwar hat sie mit der Deutschen Rentenversicherung einen Vergleich abgeschlossen. Und der Vergleich sah eben vor, dass diese Rente erst einmal nur befristet war und hat uns gebeten, hier den sogenannten Weitergewährungsantrag für die Erwerbsminderungsrente für sie zu stellen. Sie hat keinen Job mehr und hat natürlich auch Angst, wie es dann nach dem 1.7. für sie finanziell weitergeht. Wir haben dann am 21. April 2020 den Weitergewährungsantrag schriftlich gestellt bei der Deutschen Rentenversicherung und haben auch die entsprprechenden Formularanträge R210, R215 und noch verschiedene andere Formularanträge an die Deutsche Rentenversicherung gesandt. Weitergewährung bedeutet nichts anderes, als dass die bestehende Erwerbsminderungsrente unter den gleichen Bedingungen wie nach der ersten Bewilligung für die Zukunft gezahlt wird. Es bleibt also alles so, wie es ist. Die Zurechnungszeit ändert sich nicht und auch der Leistungsfall, der einmal festgestellt worden ist, ändert sich nicht. Leistungsfall ist der Tag des Beginns der Arbeitsunfähigkeit, der für die Erwerbsminderung für die Zukunft dann eine maßgebende Rolle spielt. Tja, und am 7. Mai 2020 kam wie aus heiterem Himmel ein Schreiben von der Deutschen Rentenversicherung. Auf dem ersten Blatt war: Sehr geehrter Herr Knöppel, wir haben hier ein Schreiben für Ihre Mandantin und gucken Sie bitte mal auf die Seite 2. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war auch sprachlos. Die Deutsche Rentenversicherung hat die Erwerbsminderungsrente weiter bewilligt. Und zwar nicht mehr als befristete Rente, sondern als Dauerrente. Unsere Mandantin bekommt jetzt bis zu ihrer Regelaltersgrenze, 31.12.2031, ihre Erwerbsminderungsrente monatlich weiter ausgezahlt. Wir haben unsere Mandantin angerufen und Sie können sich ja vorstellen, da war die Freude sehr, sehr groß und auch ein paar Tränchen am Telefon verdrückt, denn nun sind die finanziellen Fragen geklärt und sie kann sich jetzt wieder um ihre Gesundheit kümmern und hat jetzt hier auch keinen Druck mehr. Ich möchte mich ausdrücklich bei dem oder der Sachbearbeiterin, bei dem oder dem Entscheider bei der Deutschen Rentenversicherung für diese schnelle Entscheidung hier bedanken. Das ist wirklich außergewöhnlich. Es kommt ja nicht jeden Tag vor, dass eine Entscheidung innerhalb von 3 Wochen hier gefällt wird. Wenn Sie mal in einer auswegslosen Situation sind, also Sie haben eine Erwerbsminderungsrente beantragt, die wird abgelehnt oder es dauert einfach mit der Bearbeitung, ein Gutachten wird nicht gemacht, nehmen Sie sich bitte professionelle Hilfe an Ihrer Seite. Es nützt nichts, wenn Sie das alleine versuchen durchzukämpfen. Die Deutsche Rentenversicherung hat ganz andere Möglichkeiten als Sie. Und deshalb ist unser Rat, nehmen Sie sich entweder eine Vertretung durch den VDK oder irgendwelche Sozialverbände oder Sie ziehen sich einfach einen Rechtsanwalt zur Seite oder einen gerichtlich zugelassenen Rentenberater. Und wenn wir einmal schon beim Rentenberater sind, können Sie natürlich, wenn Sie Fragen zum Thema Erwerbsminderungsrente haben, uns anschreiben via Mail oder Sie buchen unsere Leistungspakete auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.